Waffenladung aufgebraucht, na geil. Ja, wahrscheinlich nicht besonders viel aufgeladen. Technologie vollständig aufgeladen. Hä? Ja, aber mein Terrainmanipulator nicht. Wie lade ich den denn auf? Ach so, auswählen. Hm. Ach, mit Ferrit. Okay. Warte mal, hatte ich nicht noch... Was denn? Ich glaube, ich mache dir mal eben ein Foto von mir und dann schicke ich dir mal eben per WhatsApp. Sonnenrebe, ja, mach mal. Ich sehe richtig schnuckelig aus. Also ich bin kein Mensch, so viel schon mal dazu. Ja, ich werde wahrscheinlich nachher auch ein Alien nehmen. Weil die ganze Zeit dieser doofe Rucksack auf dem Rücken ist irgendwie ein bisschen doof. Den hast du auch als Alien, den Rucksack. Echt? Okay. Ja, aber den kannst du aber auch wegtun. Aber ich hab ihn draufgelassen. Oh, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, wenn du ihn abtust. Ob du dann nichts mehr aufnehmen kannst. Ah, okay, keine Ahnung. So, jetzt mal eben. Ne, nicht den Minenlaser. Ja. Terrainmanipulator. So. Ah, schärfer oder besser geht. Oh, besser geht es nicht. Bla. Ja. Ah, Phosphor ist da noch mit drin. Ja, aber dafür brauche ich den fortgeschrittenen. Den habe ich ja nicht. Und was kannst du Schönes? Auch Phosphor, okay. Nee, ganz ohne Rucksack geht gar nicht. Okay. Ja gut, dann halt nicht. Ja gut, okay, dann machen wir jetzt mal eben, sammeln wir mal eben ein bisschen was, um den Terrainmanipulator wieder auffüllen zu können. Alter. So, jetzt habe ich ein bisschen... Hier schillt gerade eine riesige Motte bei mir rum. Tja. Wo ist denn das riesige Viech? Da oben. Hä? Komm her, in meine elektrische Fliegenklatsche. Jetzt ist sie so hoch, dass ich nicht dran komme. Bald so groß wie eine Fledermaus, ein Viech. Komm mal tiefer. So. Meine Fliegenklatsche ist hier unten, nicht da oben. Ey, es bleibt schön da oben sitzen. Ich glaube das nicht. So lange Arme habe ich gar nicht. Okay, ich glaube, jetzt habe ich. Habe ich doch aufgebraucht. So. Kupfer. Ach, komm schon. Kann ich das nicht auch? Ich hätte immer zum Wegjagen da oben. Wärmeschutz stabilisiert sich. Ja, schön. Ich habe jetzt ja wieder was zum Aufladen. Ein bisschen Natrium. Oh, Sauerstoff habe ich nicht so viel dabei. Na egal. So.
Phosphor. Frachtabwurf. Okay. Hä? Ich hab dich getroffen, wo bist du? Was? Was? Wen hast du getroffen? Das Viech. Ach so. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, wo es hingefallen ist. Ist voll der riesen Kaventron, ich finde den nicht. Wie ist es denn? Die Wasserstoff-Jelly. Okay. Nehme ich. Ja, muss ich mal warten, bis er da ist. Ionen-Akku, cool. Was ist hier drin? Gesundheit auf Maximum. Die Inventar voll. Ja, hatte ich auch. Die wird doch nicht. Ausrangieren. Sauerstoff. Ja, Inventar voll. Ja, warte mal, den Sauerstoff kann ich direkt verbraten. Verdichteter Kohlenstoff. Ja toll, den habe ich gerade erst weggeschmissen. Ach lol. Wo ist hier jetzt Kupfer? Vergrabenes Technologiemodul. Vergrabenes Technologiemodul. Gefährliche Flora. Ah, okay. Außerirdisches Artefakt. Ja, dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Natriumansammlung. Sag mal, hat das Ding hier überhaupt Kupfer? Trümmer, Natrium, Phosphor, Frachtabwurf. Das Ding hat doch gar kein Kupfer, ey. Ich heb jetzt ab, flieg zur Raumstation, verkauf meinen Shit und dann fliege ich wieder zu einem, der auch Kupfer hat. Mann. Ich verballer meine Zeit hier mit der Suche von nichts. Hattest du mir jetzt eigentlich schon Bild geschickt? Reisemeilenstein erreicht. Was denn? 10 km zurückgelegt. Wir sind doch rausgegangen. Ja, da muss ich doch mal eben gucken hier. Den Stream brauche ich gerade eh nicht von mir laufen zu lassen. Ich sehe ja, dass er ruckelt. Okay. Okay, mal gucken, ob man das sehen kann. Kann man nicht wirklich sehen. Ja, schade. Okay, gut. Ich versuche mal, ob ich das bei... wenn ich dran denke, versuche ich das mal in der YouTube-Folge einzublenden. Gut. Aber wie mein Freak ausschaut, oder was? Ja, genau. Ja, das ist ja so ziemlich das Einzige, was die Leute halt nicht sehen können, ne? Dich. Ja. Beziehungsweise dein Spiel. Weil wir halt nicht zusammenspielen. Ja, klar. So... Nee, nicht Leertaste, sondern nicht genug Treibstoff in Startschubdüse. Willst du mich verkackeiern? Laden wir mit Uran auf. So. Gucken. Oder vielleicht mit der direkt mit der Handykamera, ohne. Ich habe jetzt gerade mit der WhatsApp-Kamera. Ach so, nee, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ah, doch, bei mir schon irgendwie. Lol. So. Du Affe. Du musst dich mal drehen. Wo ist jetzt... Alter. Okay, ich muss mal eben ein Stück rausfliegen, sonst wird das hier nichts.
Nee, so fliege ich ja wieder auf den Planeten. Ah nee, so fliege ich in den Ring. Na egal. So. Was ist da? Oh, Alter, ist die Steuerung kaputt. Raumstation, ja, okay. Er schenkt mir ein Lächeln. Und go. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt mit Vollkaracho in die Raumstation. Achso. Und drin sind wir. Publix Sylei Treffpunkt Raumstation. Andockvorgang eingeleitet. Und jetzt gehen wir erstmal in die Optionen. Und machen die Musik komplett leiser. Sehr ekelhaft. So, ich habe dir Nummer 3 geschickt, vielleicht kannst du darauf besser erkennen. Schauen wir mal. Der sieht ja gut aus. Ich finde ganz süß so. Ja, ich muss aber trotzdem, glaube ich, das Bild im Schnitt mit einblenden, ansonsten wird das nix. Ja. Macht ja nix. Himmelschutz. Oh, guck mal, was bist du denn für ein Raumschiff? Was kannst du Schönes? Poi, Eindringling. Upschen, hab, wachsu es daimo. Der Krieger gibt ein zustimmendes Bellen von sich, um zu zeigen, dass er mit mir handeln will. Er bereitet seine Fracht für eine Besichtigung vor. Hä? Was denn? Du hast mit was für einem Typen hast du gesprochen als? Mit einem von den Schiffen, was gerade reingeflogen kam. Echt? Ja, warum? Ah, okay, wusste ich gar nicht, geht. Ey, ich hab's dir alles geschrieben. Ja. Ich bin ja vorhin auch zu den Schiffen hingegangen, oder gestern war da, glaube ich. Impulsantrieb, Reflektor, Ionenkammer, 14. Ja. Und? Ja, irgendwie tat sich da nichts. Ionenakku? Ein Technologiemodul, okay. Also bis auf die effiziente Düse. Ich habe noch einen Raketenwerfer. Okay, das Raumschiff ist kaputt. Oh, da kommt noch was reingeflogen. Was kannst du denn Schönes? Hier sieht doch ganz nett aus. Ich habe übrigens ein Bild auf meinem Handy oder zumindest eine Markierung, also einen Link zu einer Seite. Da sucht einer ein Raumschiff wie seins. Das Problem ist, sein Raumschiff wurde nach dem Update äußerlich verändert. Und er sucht jetzt sein altes Raumschiff. Also eins, das so aussieht wie sein altes Raumschiff. In diesem Spiel ist aber so ziemlich alles zufallsgeneriert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dieses Schiff noch einmal zu finden, geht gegen null. Sollte dies jemand finden, zahlt er dafür bis zu 200 Millionen Units. Was? Mhm. Okay, krass. Soll das Ding aussehen? Ich kann nachher mal gucken. Ich halte Ausschau. Ja, habe ich mir auch gedacht. So, was hast denn du für ein hübsches Schiff hier? Oh, 19 Plätze. Auch kein Hyperantrieb. Würde mich 1,4 Millionen kosten. Nö. Egal, so, ich gehe jetzt erstmal hoch. Irgendwie landen hier nur Kackraumschiffe. Oh, ich guck mir gerade die Raumschiffe an, die hier reinkommen. Lol. Das Raumschiff, was hier gerade reinkommt, sieht aus, ja, weiß ich nicht. Das sieht irgendwie aus wie ein, dieses komische Seepferdchen-Pokémon. Nur halt als Raumschiff. Ja. Was kann das?
Instabiles Plasma. Ist auch ein C-Raumschiff. Okay, also ich glaube, ich brauche in dieser Galaxie gar nicht nach einem Raumschiff zu gucken. Die sind scheinbar alle kappes. Ein Superleiter. Superleiter oder ein Supraleiter? Supra. So, Präfekt Arunurde. Hat der einen Hyperantrieb? Du wirst auf jeden Fall noch einen Hyperantrieb bauen müssen. Ich denke, das Flugzeug, was er hier hat, hat einen Hyperantrieb. Ja, das steht dann doch in den Inventarplätzen irgendwo dabei. Er macht freundliche Bellgeräusche. Aber mir gefällt sein Raumschiff sowieso nicht. Okay, Tauschhandel. 1000 Units. So, Inventar voll. Okay, warte. Dann laden wir mal eben alles auf. Technologie vollständig aufgeladen. Ich hab, Alter. Technologie vollständig aufgeladen. 680.000 Units habe ich gerade noch. 680.000? Ja. Ist nicht viel, glaube ich. Ja, nee, nicht jetzt nicht so viel, aber für den Anfang schon nicht schlecht, ne? Ja gut, ich kann auch Klamotten verkaufen, ja. Ich habe jetzt noch nicht alles verkauft, weil ich nicht genau weiß, was kann ich verkaufen, was darf ich verkaufen, was soll ich besser nicht verkaufen. Das steht, glaube ich, meistens sogar, glaube ich, dabei, ob du es verkaufen kannst oder nicht. Klatsch. So, warte mal. Was habe ich hier jetzt noch was... Oh, warte mal, ich kann es doch noch ins Raumschiff übertragen, oder? Ja, es ist nah genug. Okay. Natrium... Raumschiff. Natrium. Raumschiff. Ja, ey. Ferritstaub. Raumschiff. Kohlenstoff. Raumschiff. Kohlenstoff. Raumschiff. So, was? Wie viel geht noch ins Raumschiff? So, entweder was Gleiches oder ein Platz auf jeden Fall noch. Der Ionenakku. Ein praktischer und optimierter Energiespeicher kommt in verschiedensten Defensiv- und Gefahrenschutzsystemen zum Einsatz. Den sollte ich vielleicht behalten, weil 200 Units ist nicht viel für so ein Ding. Dann kommt der auf jeden Fall auch ins Raumschiff. So. Jetzt habe ich wieder ein paar Plätze frei. Jetzt kann ich mit dem Typen hier quatschen. So, was sagt er denn? Turpank Quapka. Zankbe Eche Juruan. Gedian Gedogia. Eindringling. Doktor. Red man Deutsch mit mir. Ja, ich habe ich noch nicht gelernt. Das muss ich ja erst alles noch lernen, die Sprachen. Achso, okay. Kannst du übrigens, wenn du so komische fette Säulen oder halt alte Artefakte und sowas auf dem Planeten findest, da kannst du Sprachen lernen. Tauschhandel, 1000. Präfekt Arunurti nimmt mein Angebot an und gibt mir dafür ein Paket. Okay. Lebenserhaltungsgel. Och, für 1000 okay. Units? Geht. Ja, ich weiß. Und was hast du sonst noch? Ja, Eindringling, bla. Der Krieger scheint weniger aggressiv zu sein, als ich erwartet habe. Seine Lippen ziehen sich sanft über seine Zähne nach oben, während er meinen Duft riecht. Ah ja. Nach dem Weg fragen. Bietet mir eine Wegbeschreibung zu einem interessanten Ort an. Prachter Absturzstelle lokalisiert. Aha. Okay, nice. Hast du die auch? Bitte was? Die Frachterabsturzstelle, hast du die auch? Von diesem komischen Typen hier in der Raumstation. Weiß ich gerade gar nicht. Das ist gut. Du solltest auf jeden Fall mal mit allen quatschen. Oder zumindest mit ein paar quatschen. Manche haben echt Interesse. Der nennt mich zweimal Eindringling, okay? Manche haben interessante Sachen dabei.